Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es ist wieder soweit. Steam startet den Halloween Sale 2018 und er geht vom 29. Oktober bis zum 1. November, also dieses Mal nicht so lang. Muss man schnell zuschlagen, wenn einem da was gefällt. Und ist auch nicht wie beim Summer Sale oder beim Winter Sale die ganz große Auswahl, sondern na klar, Halloween-like. Es ist alles so ein bisschen mit Grusel und Horror verbunden. Aber auch da kann man wieder, wenn eins dieser Spiele mir ganz toll gefällt, wirklich viel Geld sparen. Und ja, eine Perle, die ich mir gerade gekauft habe, will ich euch da auch gleich mal zeigen. Ein Must-Have-Spiel, so wie ich meine. Wenn ihr runtergeht, also erstmal auf Halloween Sale geklickt habt, wenn ihr runtergeht, dann seht ihr natürlich so die Topseller. Und klar, Left 4 Dead 2 jetzt für 1,63 €. Wer es noch nicht hatte, sollte mal reinschauen, wirklich toll. Dann spielt man so zu viert in so einem Team. Ja, gegen Zombies und Co. Ja, ich gehe leider runter zu den Horrorspielen. Denn ich finde tatsächlich, dass da Darksiders zum Beispiel für 5,99 €, ne? Das ist eine gute Sache und ich muss gleich gucken, dass ich mein Evergreen hier nicht, also dass das, ne, hier da, Layers of Fear. Das ist so für 4,99 € meine absolute Kaufempfehlung. Ich sag gleich noch was zu. Gucken wir erst einmal schon weiter. Aliens für 75% reduziert von knapp 37 € jetzt auf 9. Also wer schon mal da reinschauen wollte. Oder Zombie Army, eine Trilogie von 42, knapp 42 € auf 8 und ein bisschen. Bioshock von 20 auf 5 €. Also da ist wirklich Outlast 2 von 28 auf 7. Also ne, wenn da ein Spiel dabei ist, das euch sowieso schon interessiert hat. Ach, hier vielleicht nochmal Dungeons 3. Von nur 45 € auf 15. Naja, jetzt gehe ich aber noch hoch. Denn für mich Layers of Fear. Da habe ich einen anderen Tab mal für aufgemacht. Das ist ein, ja, ein. Ich weiß gar nicht, wie es. Also, das ist ein Spiel, was von der Atmosphäre lebt. Ihr werdet da nicht wie in einem klassischen Horror oder sowas. Spiel gejagt oder was weiß ich, das geht da auch, ist auch nicht brutal und irgendwie das spielt ganz, ja, ist atmosphärisch und spielt mit der Psyche so ein kleines bisschen. Ihr seid da Maler und werdet irgendwie wach in eurem Haus und ja, müsst eure eigene Geschichte quasi entdecken, müsst Rätsel lösen. Ja, und wie das denn ist, ganz toll mit dem Sound haben die da gespielt und so. Also da passiert eigentlich gar nichts, außer so kleine Schoko-Elemente, aber ihr werdet euch extrem gruseln. Und wie gesagt, jetzt auf 4,99 € runtergesetzt. Ich habe es mir gekauft. Ich lade es gerade runter. Und so Gott will und mein Laptop das hinkriegt, mache ich gleich auch mal so das nicht Spielszenen, aber das Intro oder sowas, weil hier auf Steam dieses hier, das würde ich mal gleich im Spiel aufnehmen und hier hinten ranhängen, damit ihr schon mal eine Idee habt. Ja, also absolutes Must-Have für Leute, die so ein bisschen Horror-Grusel-Spiele mögen. Ich habe im Internet geschaut, ungefähr 6 Stunden hat man da. Und dann ist 4,99 € nämlich, glaube ich, ganz gut angemessen. 20 finde ich dann tatsächlich für 6 Stunden dann irgendwie, ja, ein bisschen zu teuer vielleicht. Aber wie gesagt, das Spiel wollte ich schon sehr lange mal haben, habe extra darauf gewartet. Und ja, wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Guckt auch auf jeden Fall mal im Halloween Sale, ob da nicht ein bisschen was noch für euch ist. Und ich würde sagen, und sehen wir uns gleich in-game wieder, vorausgesetzt mein Laptop kann es. So, und da sind wir und hören uns jetzt erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte an. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. So, ihr seht schon, ne? Englische Sprache, deutsche Untertitel. Ja, und ich bin hier in meinem eigenen Zuhause, wie gesagt, Maler. Schon richtig gut. Da kann man nichts sagen, echt. Man kann sich so ein bisschen bewegen mit, ne, AWSD natürlich. So ein bisschen rumlaufen.
Ihr seht schon, ich laufe ganz langsam und ein bisschen behendig, wenn ich verraten warum. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, uns Sachen anzuschauen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Mit der Spacebar ne, runter zum Keller. So, am dunklen stürmischen Tag. Unsere drei kleinen Gauner wollen schauen, wer es wagt. Okay. Also wie gesagt, es gibt da Rätsel zu lösen. Mit der Space-Taste. Wie kommen wir hier wieder zurück? Escape vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Okay, man schaut sich also um, ne? Und löst Rätsel. Guckt so ein bisschen. Mit der linken Maus das Ganze quasi anklicken. Also rechte Maus, das ging auch gerade zum Wegklicken. Ganz, was ich ganz cool finde, das habe ich schon im Video davor gesehen. Wenn ihr so eine Tür anfasst mit links, dann passiert nichts. Sondern ihr müsst quasi nicht rückwärts laufen, sondern ich glaube, wir müssen die Maus nach hinten ziehen. Genau. Sie bewegt die Maus. Ne? Maus nach links, geht die Tür auf, Maus nach rechts. Während ich drücke, Tür geht wieder zu. Das wäre schon irgendwie cool. Und ihr seht, geile Atmosphäre hier, ne? Finstere Atmosphäre. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Könnt ihr euch hier umschauen, so ein kleines bisschen. Es empfiehlt sich. Das spoilert auch ein kleines bisschen. Hier die Truhe machen wir auf. Gedrückt und dann auch, müsst ihr hoch machen tatsächlich die Maus oder auch nach hinten machen, ne, zum Schließen. Musik ist auch schon cool, ne? Atmosphärisch geil. Grafisch irgendwie toll. Ja, und ihr müsst halt, man hört das auch schon, glaube ich, im Hintergrund so ein bisschen, ich laufe etwas holprig. Ich weiß auch schon warum, ich habe mir schon ein Video dazu geschaut. Ja, ist ziemlich schön. Und wie gesagt, manchmal hilft es sich nochmal umzugucken. Die Welt verändert sich zwischen solchen zwei Sachen. Manchmal gucken wir nochmal nach draußen so ein bisschen. Na, sehr verregnet, da sehen wir nichts. Wie gesagt, kleine Eindrücke. Es passiert euch hier nichts quasi. Also es gibt keinen, der euch jagt und sowas. Und trotzdem ein hervorragendes Spiel, um sich so ein bisschen zu gruseln an Halloween. Ich würde euch empfehlen, das mit Kopfhörern zu spielen. Dann kommt das alles nochmal ein kleines bisschen besser. Aber wie gesagt, hier ist nur ein kleiner Eindruck, denn bis hier soll es auch schon wieder gewesen sein. So, bis zum nächsten Mal.